Willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich wieder ein paar One-Way-Games für euch rausgesucht, die heute allerdings etwas fragwürdig sind. Da habe ich nämlich einiges gefunden, das wir uns heute unbedingt anschauen müssen. Aber bevor wir loslegen, wie immer die Croissant-Füllung. Heute mit fragwürdiger Füllung und absurden Themen, die wir behandeln. Falls du weitere dumme Games kennst, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie gerne ausprobieren. Und wenn du mal live dabei sein willst, komm gerne auf www.twitch.tv/gnu-live. Und übrigens gibt es jetzt wieder alle Artikel, die ihr leer gekauft habt, in meinem Gnu-Shop. Inklusive Autogrammkarte und Sticker. Wir kommen zum ersten Game und das Game heißt Fat and Fit. Ich meine, mehr Bodyshaming geht nicht, aber schauen wir es uns einfach mal an und los geht's. So, ich sehe da vorne schon Gurken. Das ist ja mal wieder auch einfach so doof, aber let's go. So, was passiert jetzt? Okay, ja, genau. Nur weil ich Gurken esse, werde ich schlank, weil es so einfach ist, ne? Okay, wenn ich Burger esse, werde ich sofort dick. Yo, genau, Leute, so ist es. Esst keine Burger. Ja, nur wenn man Gurken isst, wird man fett. Was ist das für ein Scheiß? Und dann sieht man auch so aus und macht Breakdance. Oh mein Gott, nein. Please. Okay, dann essen wir hier jetzt die Gurken. Kann ich jetzt jumpen? Okay, dann essen wir hier wieder einen Burger. Und wir werden sofort, weil wie dick man von einem Burger sofort wird. Oh mein Gott. Okay, da... Bad Diet. Eine Diät besteht nicht nur aus Gurken. Oder soll das Zucchinis sein? Das sind Zucchinis. Was soll denn das für eine Diät sein? Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Ich esse mal jetzt ganz viele Gurken, weil ich finde, dann müssen sie mich auch ultimativ dünn machen. Okay, das machen sie natürlich nicht, ne? Ist wieder so typisch. Wenn ich nur mich von Zucchinis ernähre, müsste ich ja theoretisch auch einfach unfassbar dünn werden. Aber sie stellen es einfach so dar, als würde ich unfassbar trainiert sein. Eigentlich müsste ich nämlich hier ins andere Extrem gehen. Das ist so ein dummes Spiel! Enjoy Ring Fit Fett! Nein! Vor allem nur, weil sie Gemüse ist, ist sie fit. Dass man, wenn man fit ist, sich auch gesund ernähren muss und das anders aussieht als nur Zucchinis zu essen, dann sollten sie auch noch anderes Gericht wie Salat und sonstiges Hühnchen oder sowas dazu tun. Aber nicht nur sowas. Oh, Carpet Roller. Das wollte ich auch noch spielen. Carpet Roller. Dann spielen wir nochmal weiter, ja. Also ich möchte mal gucken, ob es auch passiert, wenn ich tatsächlich zu viele Burger esse, dass ich halt... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Fat Luck. Es ist so extrem diskriminierend und Bodyshaming des Grauens. Und dieser Anblick mit dieser Zucchini, das passt überhaupt nicht. Also, wenn ihr euch selber curvy glücklich fühlt, dann freut mich das. Solange es euch nicht irgendwie gesundheitlich schadet und ihr glücklich seid, redet euch nicht ein, dass ihr dünn sein müsst oder sonstiges. So, und vor allem nicht nur Zucchinis essen müsst. Vor allem, sie wird ja nicht mal dünner. Das ist so unfair. Was passiert, wenn ich das jetzt alles hier esse? Ey, das ist so asozial, echt. Ich sag's euch. Ja, genau. Aber guck mal, sie kann voll jumpen, Mann. Und schafft sie das jetzt? Ja, sie schafft's. Selbst das sieht doch gut aus. Also, ich verstehe das Problem nicht. Meine Güte, sie kommt da nicht weiter. Das ist so gemein. Das ist so gemein, dieses Spiel ekelt mich irgendwie an. Okay, Leute, weiter geht's. Ich ziehe mir die trotzdem nochmal rein. Ich möchte auch so ans Ziel kommen. Ich sehe das irgendwie nicht ein. Voll süß, wie sie rumtappt. Und kann ich jetzt, kann ich hier drüber? Ach so, okay, wenn ich fit bin, kann ich hier drüber. Das heißt, nie wieder Burger, Leute. Heute gibt's nur eine halbe Erdnuss zum Essen. So, okay, Vorsicht, Vorsicht. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, ich werde aber auch nicht fitter, ne? Das war's jetzt. Also, sich nur von Zucchinis zu ernähren, da kann ich euch eins versprechen. Da seht ihr nicht so aus. Wo ist das Eiweiß? Naja, Leute, jedenfalls, bevor wir zum nächsten Game gehen. Ihr müsst euch wohlfühlen. Es darf euch, wie gesagt, gesundheitlich sollte es euch nicht schaden. Ich verstehe, dass man da noch abnehmen will. Aber ihr werdet sicherlich nicht so aussehen wie die Figur, wie ihr es gerade gesehen habt. Wenn man nur Gurken oder was das Zucchinis, was auch immer das sein soll, isst. Da ist viel mehr dahinter. Training, Eiweiß, gesunde Ernährung, Bewegung, Sport. Und nicht einfach, ich esse nur Gurken. Hätten sie es jetzt ins andere Extrem reingezogen, hätte ich noch gesagt, okay, ja, kann ich verstehen. Dann hat man die Message, isst du zu viel, wirst du halt eben dick. Isst du zu wenig, wirst du zu dünn. Aber zu sagen, hey, mit mit Zucchinis und Gurken wirst du fit. Nope, ist nicht so. Deswegen beenden wir dieses mehr als fragwürdige Game und gehen über zum nächsten. Und jetzt kommen wir von dem einen unrealistischen Spiel zum nächsten, und zwar Body Race. Das musste ich noch unbedingt mit reinschieben in dieses Video, denn sehr viele von euch haben mich darauf hingewiesen, dass ich das unbedingt spielen soll. Das ist echt krasses. Hier geht es auch wieder darum, in die Klamotten hinten zu passen, krasse Gewichte zu erreichen, um da reinzupassen. Und das schauen wir uns jetzt an. Nur mal vorweg, Leute, ich habe mich lang genug, weil Leute mich immer aufgezogen haben, ich habe zu viel drauf oder zu wenig, extrem oft mit Essen beschäftigt, habe wichtige Zeit verschwendet und das Allerwichtigste,
Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt, wenn ihr in den Spiegel schaut und sagt, ja, ich fühle mich wohl, dann lasst die anderen labern. Jetzt schauen wir uns aber erstmal dieses Spiel an. Ich bin sehr gespannt, habe wie gesagt sehr viel von euch davon gehört und ich glaube, das ist schon ein Spiel, das man sehr, sehr kritisch betrachten sollte. Wir gucken erstmal, was ich mir hier so alles anziehen kann. Aha, da hat es also alle meine Dresses. Okay, das kann ich mir, das kann ich sogar auch alles anziehen schon. Das kann ich also alles schon tragen. Interessant. Dann würde ich sagen, möchte ich doch gerne einfach das hier anziehen. Oder das rote, das schöne rote Dress. So, get. Dafür müssen wir einmal Werbung schauen, aber das machen wir. Okay, 70 Kilogramm. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir fangen jetzt an. So, ich laufe jetzt in den Burger und werde einfach mal wieder massiv. Okay, und so trainiere ich mich wieder dünn. Interessant, so werde ich wieder... Oh mein Gott, was ist denn das? Oh mein Gott! Why? Was soll denn das? Ich nehme jetzt mal das. Ich will jetzt wissen, was... Ach, ich werde auch richtig dünn. Ah, okay. Oh Gott, okay. Okay, ich verstehe. Also jetzt bin ich wahrscheinlich... Bin ich jetzt im grünen Bereich? Okay, wir haben 60 Kilogramm und... Oh, super. Nur deswegen bekomme ich dieses Outfit, weil ich das Gewicht gehalten habe. Oh mein Gott, okay. Was aber hier anders ist als einem anderen Game, wenn ich viel trainiere, werde ich sehr, sehr dünn. Das heißt, hier wird uns auch die andere Seite gezeigt und nicht immer nur dieses, wenn du zu viel drauf hast und auch wenn du zu wenig wiegst. Aber trotzdem krass. Nur mit 60 Kilogramm sieht dieses Kleid also gut aus. Interessant. Ich kann euch nur mal eins sagen zum Thema Waage, weil mich immer Leute fragen, wie viel ich wiege. Ich kann euch nur ganz ehrlich sagen, ich persönlich weiß es gar nicht, weil ich mich nicht wiege. Ich gucke immer in den Spiegel, sage, fühle ich mich wohl? Ja, nein. Wenn ich mich wohl fühle, super. Wenn nicht, mache ich Sport und ernähre mich gesund. Und vor allem, also meine Meinung, wie ihr euer perfektes Wunschgewicht oder euer Traumgewicht herausfinden könnt. Das habe ich so gemacht. Ich habe einfach da mal Sport gemacht, mich gesund ernährt und wenn ich gesagt habe im Spiegel, hallo, wer bist denn du? Dann habe ich mich gewogen und dann wusste ich mein Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle. Passt da bitte wirklich einfach auf, weil ich hatte teilweise Phasen in meinem Leben, wo das Gewicht so eine wichtige Rolle bei mir gespielt hat. Rutscht da bitte nicht rein. Passt da auf euch auf. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal weiter. Ich würde jetzt mal gerne das eine Extrem komplett ausreizen. Das heißt, ich versuche ja auch so wenig Sport wie möglich zu machen, um einfach mal zu gucken, was hier möglich ist. Das heißt, ich esse nur und weiche einfach komplett jedem Sport aus, das nur geht. Oh, okay, da bin ich gestorben. Boah, das ist aber nice try. Das ist aber schon heftig. Mein Ziel ist wieder 60 Kilo, weil wer weiß, wie groß ich bin, aber let's go. Achso, dann fange ich auch so an, okay. Wir machen jetzt mal das andere Extrem. Ich will gucken, wie dünn können wir werden. Let's go. Ich sehe schon, wir treiben es tatsächlich sehr... Oh Gott. Okay, wie viel wiege ich? 20! Was? Also mit diesem Gewicht wäre man nicht mehr am Leben. Aber warum stirbt sie nicht, wenn sie dünn ist? Warum stirbt sie nur, wenn sie übergewichtig ist? Okay, unser Goal ist jetzt also 45 Kilo. Da ich wahrscheinlich nicht die kleinste Frau bin, was ist denn das da vorne? Ah, okay. Dann mache ich also dann gleich mal 1000 Mal Sport. Vor allem sollte ich halt eigentlich vielleicht gehen, oder nicht? Also ich finde diese Race Games einfach nur bescheuert. So, heute mal ein Eis. Ja, sehr gut. Gönn dir mal endlich was im Leben, verdammt. Wetten, dass ich nehme jetzt trotzdem mal hier einen Burger mit und esse dafür eine Tomate. Wenn es doch so einfach gehen würde, ne? Oh, ein sexy Krankenschwester-Outfit. Oh, verdammt, ich bin immer noch zu fett. Die ist super schlank, Mann! Goal 20 Kilo! Was? Was? Mein Ziel sind 20 Kilo! Das würde ich nicht mal überleben, weil ich bei 35, 30 schon sterben würde! Was ist das für ein Game? Was ist das für ein Spiel? Wieso? Wisst ihr, wenn man wenigstens Gewicht erreichen müsste, was ja irgendwie gesund ist und einen fit macht, aber vor allem, wenn ich halt so dünn bin, wenn ich übergewichtig bin, sterbe ich. Wenn ich dünn bin, dann auch, okay. Ja, super. Bei 20 Kilo kein Wunder. So, ich schaue mir jetzt mal von Body Race die Rezension an. Es hat eine Bewertung von 4,0, was ich schon sehr viel finde. Ich glaube, dass davon viel wahrscheinlich auch gefaked ist und was die Leute so dazu sagen. Dieses Spiel kann sehr gefährlich sein. Es werden total falsche Körperideale vorgegeben und es heißt, nur durch eine gesunde Ernährung, Sport werde man dünn und dürr, unverschämt. Denkt euch doch erstmal etwas vorher. Ich habe mir dieses Spiel nicht runtergeladen, um zu spielen, sondern allein, um eine Bewertung abzugeben zu können. Stimme ich vollkommen zu. Ich finde auch, dass hier wieder nur gezeigt wird, man sagt nämlich, jemand, der schlank ist und keinen Sport macht, das ist genauso ungesund wie jemand, der zum Beispiel mehr drauf hat und Sport macht, lebt sogar gesünder. Das heißt, klar, man darf jetzt nicht zu
zu, in einem gefährlichen Bereich sich bewegen, wenn man dünn ist, auch nicht, wenn man irgendwie mehr drauf hat. Man muss sich aber selber wohlfühlen und hier wird halt wieder suggeriert, nur mit Sport und Ernährung wirst du super dünn und vor allem, dass sie ja nicht mal ein gesundes Körpermaß empfehlen, sondern sie wollen, dass du auf 20 Kilo ins Ziel kommst. Das finde ich halt schon Sachen, die sind echt heftig. Also als eine dickere Person fühle ich mich wirklich blöd, dass es sowas gibt. Das Spiel unterstützt magersüchtige Leute und beleidigt Dickere. Und außerdem die Tomaten und die Gurken sehen sehr falsch aus. Für alle Leute, die sich unwohl mit ihrem Körper fühlen, ihr seid perfekt. Wie ihr seid, ändert euch von niemandem. Das ist voll süß gesagt. Und jetzt gehen wir über zum nächsten Game, das auch ein Thema behandelt, das uns alle noch bevorsteht. Und zwar das Jungsein und das Altern. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Denn dieses Game zeigt uns die traurige Realität und ich bin gespannt, was sie uns zeigt. Okay, so, ich bin jetzt ein Teen. Okay, oh, jetzt bin ich... Okay, ich alter Skin. Ach so, oh nein. Ja, genau, weil Skincremes... Ach so, das Ziel ist also jung. Das ist aber auch wieder so eine dumme Message. Das Ziel ist es, jung und knackig zu bleiben mit Cremes, Leute. Wir werden nicht altern. Wir dürfen nicht alt werden, denn jeder, der alt ist, ist hässlich. Stimmt natürlich nicht. Oh mein Gott, jetzt werde ich ja richtig... Oh, Senior. Oh mein Gott, schaffe ich es in den Himmel? Ey, das ist ja voll makaber. Oh nein, ich habe es nicht in den Himmel geschafft, weil ich zu wenig Beauty-Cremes verwendet habe. Ich bin zu alt und hässlich für den Himmel. Und da oben wartet doch Geld auf mich. Why? Okay, also nochmal als Teen. Ich benutze ganz viel Anti-Aging-Cremes, weil das ist es, was wir brauchen im Leben, Leute. Wasser, Sport, das sehe ich ein, das hält uns jung. Aber ich glaube nicht, dass Anti-Aging-Cremes irgendwie wichtig sind. Dass man irgendwie sagt, hey, deswegen bin ich jung. Ja, Anti-Aging-Cremes sind oft auch einfach Bullshit. So, jetzt mal gucken. Ich bin ein Teen. Wie weit schaffe ich es nach oben zum Himmel? Ich bin erwachsen. Senior. Nein, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Okay, ach, guck mal, ich fange jetzt klein an. Warum? Was ist jetzt die Begründung, warum ich jetzt klein anfange? Oh Gott, ich bin dann... Kann ich auch irgendwie ein Sperma werden? Kann ich als Baby auch sagen, ich werde jetzt ein kleines Spermi? Ich möchte ein kleines Spermi werden. Oh nein, ich bin schon erwachsen. Nein, wieder schnell die Anti-Aging-Creme. Ich brauche eine babyweiche Haut. Okay, jetzt geht's aber los, Leute. Okay. Was gibt's hier jetzt heute? Oh oh. Nein! Wegen Junkfood verliere ich Babyjahre? Okay. Los geht's, Leute. Ich schaff's diesmal. Ich komme in den Himmel. Ich komme in den Himmel. Ich komme in den Himmel. Ja! Oh mein Gott, ja! Ja! Oh, wie süß. Ich bin auf der Bank angekommen. Yes! Yes! Wuhu! Sie kann doch tanzen. Geil. Im Himmel wartet Geld auf mich. Auf jeden Fall, Leute. Hier auch noch, um festzuhalten. Ihr werdet durch Anti-Aging-Cremes nicht länger leben. Durch Sport und gesunde Ernährung sehe ich ein, aber nicht durch Anti-Aging-Krebs. Ich weiß, wovon ich rede. Und jetzt beenden wir hier dieses Video. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesen Spielen. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr darüber? Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr weitere solche fragwürdige Games kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und denkt immer dran, ihr seid schön, so wie ihr seid. Und jetzt raus!